wer zufällig nicht im Dorf war oder gerade noch rechtzeitig fliehen konnte. Einen Tag vorher hatten die deutschen Soldaten bereits in Kondomari, in Alikianos gewütet. Dutzende Orte kamen hinzu, Kakopetros, Floria, Anogia, Janos. Ich kann nur einige stellvertretend für viele andere nennen. Allein auf Kreta ermordeten Deutsche im Zweiten Weltkrieg tausende Zivilisten, alte Menschen, Geistliche, Frauen und Mütter, Kinder, sogar Babys. Wir können heute nicht gedenken, ohne an die Jüdinnen und Juden Kretas zu erinnern. Sie alle wurden deportiert. Die Brutalität, die Grausamkeit, die Menschenverachtung der deutschen Besatzer, sie lässt auch mir und gerade heute den Atem stocken. Meine Damen und Herren, in ganz Europa gibt es solche Orte. Orte, die die Deutschen im Zweiten Weltkrieg aus Rache vernichteten und deren Bewohnerinnen und Bewohner sie ermordeten. Manche dieser Orte sind bekannter. Viele andere Namen sind hingegen in Europa und vor allen Dingen auch in meinem Land in Vergessenheit geraten. Dazu gehören leider auch so viele Orte in Griechenland. Es sind unzählige und deshalb, gerade deshalb, ist es wichtig, heute hier zu sein. Die Wehrmacht übte in diesen Orten brutale Vergeltung. Schon den militärischen Widerstand der Griechen, Briten und deren Verbündeter hatten die Deutschen bei der Besetzung Kretas völlig unterschätzt. Womit sie aber vollends nicht gerechnet hatten, das war der Mut und der Widerstandsgeist der Kreter. Die Griechen wissen, mit dem Begriff des Helden sollte man zurückhaltend umgehen. Doch die Frauen und Männer, die hier unter der deutschen Besatzung ihre Heimat verteidigt haben, das waren Heldinnen und Helden. Die Deutschen reagierten auf diesen unerwarteten Widerstand erbarmungslos. Die Soldaten konnten sich dabei noch sicher fühlen. Sich für diese Verbrechen nicht verantworten zu müssen. Denn ihr Befehlshaber, Generalleutnant Kurt Student, hatte diese Maßnahmen angeordnet. Er forderte Strafmaßnahmen gegen die Bevölkerung und wies ausdrücklich darauf hin, dass die Truppe, und ich zitiere, unter Beiseitelassung aller Formalien und unter bewusster Ausschaltung von besonderen Gerichten die Bevölkerung mit äußerster Härte bestraft werden sollen. Und seine Soldaten setzten diesen Befehl kaltblütig um. Kurt Student wurde zwar nach dem Krieg von einem britischen Militärgericht in Lüneburg verurteilt, aber ausschließlich wegen der Verbrechen an britischen Kriegsgefangenen. Und wir wissen heute, er kam vorzeitig frei und sollte dann noch viele Jahre unbehelligt in der Bundesrepublik leben, für die Verbrechen an der griechischen Zivilbevölkerung wurde er nie zur Rechenschaft gezogen. Meine Damen und Herren, wenn ich heute hier spreche, muss ich auch über dieses beschämende Kapitel des Umgangs mit einem NS-Kriegsverbrecher sprechen. Es ist die zweite Schuld, die Deutschland auf sich geladen hat. Und auch diese zweite Schuld beschämt mich. Και αυτό θα ήθελα σήμερα να ζητήσω συγχώρεση στο όνομα της Γερμανίας. Ich bitte Sie, die Überlebenden und Nachfahren um Vergebung für die schweren Verbrechen, die Deutsche hier verübt haben. Ich bitte um Vergebung dafür, dass mein Land über Jahrzehnte die Ahndung der Verbrechen verschleppt hat, dass es nach dem Krieg zunächst weggesehen und geschwiegen hat.
Wir können das Leid nicht ungeschehen machen, wir können es niemals aufrechnen, aber wir müssen die Erinnerung daran wachhalten, damit, der Bürgermeister Sian Timo Levi zitiert, damit nicht wieder geschieht, was einmal geschehen ist. Ohne Erinnerung gibt es keine Zukunft. Keine Zukunft miteinander und keine Zukunft in Frieden. Deshalb ist es so wichtig, dass wir heute gemeinsam der Verbrechen von damals gedenken und dass wir diese Erinnerung weitergeben an die nächsten Generationen. Ich wünsche mir, dass wir die Kraft finden, diese Verantwortung gemeinsam anzunehmen. Ja, gerade weil wir zu einzelnen Fragen auch unterschiedliche Positionen haben. Umso mehr brauchen wir den Einsatz, den Willen, die Ideen, um ernsthaft und vertrauensvoll an Brücken zueinander zu arbeiten. Der Deutsch-Griechische Zukunftsfonds arbeitet seit 2014, seit 10 Jahren genau daran, an einer solchen gemeinsamen Erinnerungskultur und damit an einer gemeinsamen Zukunft von Deutschland. Meine Damen und Herren, aus diesem dunkelsten Kapitel der deutschen Geschichte, über das ich gesprochen habe, erwächst unsere Verantwortung. Die Verantwortung für Freiheit und Würde eines jeden Menschen einzutreten und die Verantwortung für die Demokratie einzutreten. Denn auf diesen Werten gründet unser gemeinsames Europa. Es sind die Werte und Errungenschaften, die wir dem antiken Griechenland verdanken. Wo, wenn nicht hier in Griechenland, wäre der richtige Ort, um an diese Werte zu erinnern? Unsere beiden Länder wissen, dass Demokratie, wenn sie einmal errungen ist, nicht schon deshalb auf Dauer garantiert ist. Wir wissen, dass wir sie schützen und verteidigen müssen, umso mehr heute, wenn diese Demokratie in vielen Ländern der Europäischen Union wieder in Frage gestellt wird. In vielen Ländern, wo demokratiefeindliche Kräfte an Zulauf gewinnen, leider auch in meinem Land. Genau an einem Ort wie diesem hier in Kandamos spüren wir Europäer haben nur dann eine gemeinsame Zukunft, eine Zukunft in Frieden und Freiheit, wenn wir die Demokratie, wenn wir die Werte schützen und verteidigen. Und diese historische Verantwortung, die bleibt und die kennt keinen Schlussstrich. Meine Damen und Herren, in meinem Land, in Deutschland, wissen nur wenige von den Verbrechen der Wehrmacht an der griechischen Zivilbevölkerung und der Ermordung der griechischen Juden im Holocaust. Und nur wenige wissen von der schrecklichen Hungersnot unter deutscher Besatzung. Es ist daher wichtig, dass es seit einigen Jahren das deutsch-griechische Jugendwerk gibt. Das schafft nicht nur persönliche Begegnungen und Freundschaften zwischen jungen Deutschen und jungen Griechen. Es trägt auch dazu bei, das Wissen über die Verbrechen der Deutschen weiterzugeben an junge Menschen. Und junge Menschen müssen wissen, was geschehen ist, damit es nicht wieder geschieht. Ich will Ihnen noch einmal von Herzen danken dafür, dass ich hier sein darf. Ich verneige mich in Trauer und Respekt vor den Toten. Und meine Damen und Herren, Kandanos wurde wieder aufgebaut. Trotz des Leids und trotz der Gräuel. Auch das war mutig, ja heldenhaft. Kandanos mahnt uns, Frieden und Freiheit in Europa zu wahren. Und diese Mahnung bleibt. Sie ist, so verstehe ich es, unser Auftrag für unsere gemeinsame Zukunft. Vielen Dank.